Kartoffelsalat ist so alt wie die Kartoffel, denke ich jetzt mal. Und wenn ihr jetzt nach Kartoffelsalat mit Essig oder Öl sucht oder euch nichts anderes einfällt außer bayerisch, böhmisch oder schwäbisch, dann findet ihr 1 Million Rezepte auf YouTube oder Google. Aber wenn ihr mal Bock auf was Neues habt und geiler Geschmack, leckere und gesunde Rezepte genau euer Ding sind, dann schaut euch dieses Video an, denn wir rocken den Kartoffelsalat. Aber ohne Kartoffel kein Salat und ich bin wirklich, wirklich kein Freund davon, sie nach dem Kochen noch aufwendig schälen zu müssen. Und deswegen bevorzuge ich Drillinge, die haben eine super dünne Haut, die kann man problemlos mitessen. Allerdings nur, wenn ihr sie in Bioqualität habt, denn konventionelle Kartoffeln werden mit Chlorprofan behandelt, das soll das Keimen der Kartoffeln verhindern, allerdings steht es auch in Verdacht, krebserregend zu sein. Und wer dieses Risiko für sich persönlich vermeiden möchte, greift einfach auf die Bio-Variante zurück. Da gibt es kein Chlorprofan. Außerdem kämpft ihr mit dem Kauf von Drillingen so ein bisschen gegen die Lebensmittelverschwendung, weil Drillinge sind keine Sorte, sondern einfach nur kleine Kartoffeln. Und die sind oft für den normalen Supermarkt einfach nicht cool genug und laut der WWF werden jährlich bis zu 35% der Kartoffeln einfach aussortiert. Ein bisschen was wird zur Stärke verarbeitet, aber ein großer Teil wandert einfach in die Biogasanlage und dabei sind es so perfekte Kartoffeln für den perfekten Kartoffelsalat. Wenn ihr sie beim Waschen dann von allen schwarzen Stellen befreit habt, kommen sie in den Topf, werden mit ordentlich Salz bestreut, mit kaltem Wasser aufgefüllt und dann gekocht, bis sie gar sind. Ihr könnt sie natürlich auch in einem Schnellkochtopf dämpfen, ganz wie ihr wollt. Und wenn sie fertig sind, lasst ihr sie einfach auskühlen. Kartoffelsalat 1 braucht 3 kleine Karotten. Die schälen wir oder auch nicht. Wer mag, lässt die Schale dran. Mehr Ballaststoffe, keine Nachteile. Sollte halt in Bioqualität sein. Die Karotten werden dann in semidicke Scheiben geschnitten. Und da ich meinen Hobel schon echt lang nicht mehr im Einsatz hatte, wollte ich einfach mal wieder testen, wieso die Klingenschärfe ist. Und ja, da brauchen wir langsam neue. Und ganz wichtig beim Hobeln, schaut nur auf euer Hobelgut. Nicht nach den Katzen, nicht nach den Fernseher oder sonst wohin. Eure Kinder sollten in der Hobelphase auch keinen Schabernack machen, sonst ist die Fingerkuppe weg. Glück gehabt. Die Karotten sollten kurz blanchiert werden. Dafür geben wir ein bisschen Salz ins Wasser, kochen das einmal auf, drehen die Temperatur wieder ab, die Kartoffeln ab ins Wasser, Deckel drauf und 5 Minuten ziehen lassen. Danach kommen 150 Gramm gefrorene Erbsen dazu. Das Ganze einmal noch kurz aufkochen, abgießen, fertig. Schaut euch das an. Ich liebe diese Farbkombination. Das schaut so fröhlich aus und fröhlich wartet es dann auch, bis es an der Reihe ist. Als nächstes brauchen wir eine Avocado. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie oft ihr irgendwelche Techniken gesehen habt, wie man Avocado richtig schneidet. Keine Ahnung, woher das kommt, aber es gibt ja auch sowas wie eine Avocado-Hand, wo sich die Leute regelmäßig in die Handfläche schneiden. Ehrlich Leute, Avocado ist jetzt nicht so ein ultramagisches Ding, das man nur verletzungsfrei schneiden kann, wenn man die richtige Technik hat. Einfach einmal drumherum schneiden, die beiden Hälften in die entgegengesetzte Richtung drehen und dann schaut's her, alles easy. Dann hast du 2 Hälften, eine mit Kern und eine ohne. Und bevor ihr jetzt irgendwas mit dem Messer macht und ihr dazu neigt, euch zu verletzen, Grüße an Sergeant, dann nimmt einfach die Hälfte mit dem Kern, druckt es ein bisschen zusammen und fertig. Versteht's? Dann macht's plopp und der Kern ist draußen. Und auch jetzt braucht ihr kein Messer oder sonst irgendwas. Ihr nehmt einfach eure 2 Finger und zieht die Schale ab. Schluss aus, fertig. Avocado ist nackig. Die Verletzungsgefahr bei der Avocado ist so hoch wie beim Milcheinschenken. Und jetzt können wir ganz einfach die Avocado in Streifen schneiden und es schaut so ein bisschen aus wie ein Aquädukt. Wichtig ist nur, dass ihr die Avocado gleich im Anschluss mit Zitronensaft beträufelt, denn Avocados neigen genauso wie Äpfel dazu, braun zu werden. Und genauso wie bei Äpfeln hilft Zitronensaft dagegen. Habt ihr eigentlich jemals schlechte Erfahrungen mit Avocado-Schneiden gemacht? Es würde mich echt interessieren, woher kommt diese Avocado-Hand? Für unsere Marinade brauchen wir 1 Esslöffel Schmand, 2 Knoblauchzehen, 1 bis 2 Esslöffel weißen Balsamico, 1/2 Teelöffel Estragon, 1 Teelöffel Kerbel und Petersilie und einen Schuss Olivenöl. Und dann mixen wir und wenn alles schön fein ist, kommt nochmal 1 Esslöffel Schmand dazu und ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz und gerade so viel Chili, wie ihr gerade Bock habt. Und wenn das gerade nicht so viel ist, dann nehmt es einfach wenigstens an Rosenpaprika.
Und jetzt kommen sie endlich, unsere Drillinge. Aber ihr könnt natürlich jede andere Kartoffel, die ihr gerade zu Hause habt oder die euch besonders gut schmeckt, auch nehmen. Es gibt gefühlt 1 Million Kartoffelsorten und wir schränken uns da nicht ein, gut ist, was gut schmeckt. Ich lasse die Kartoffeln relativ groß, das heißt, ich viertel sie nur, weil die Marinade doch schon sehr kräftig ist. Ich sage da nur Estragon und da habe ich keine Lust drauf, dass mir hier die Kartoffel untergeht. Ab in die Schüssel, das Gemüse obendrauf und schaut euch diese Farben an. Geil, oder? Ich gebe hier noch ein bisschen Koriander mit rein, den hatte ich noch übrig, der ist also optional und gehört so nicht mit rein, mir aber egal. Und zum Schluss kommt natürlich unsere Soße und da führt der Estragon ganz klar das Geschmacksregiment an und wer damit ein Problem hat, also mit dem Estragon, der sollte den wirklich weglassen. Wer nicht, der kommt definitiv auf seine Kosten. Version Nummer 1 ist fertig. Unsere zitronisierten Avocados kommen oben drauf. Salz, Pfeffer und Olivenöl runden den Geschmack ab. Und schon habt ihr einen Kartoffelsalat, den ihr geschmacklich nicht so schnell vergessen werdet. Der zweite Kartoffelsalat beginnt mit jeder Menge Basilikum. Und den habt ihr entweder auf dem Balkon oder im Garten. Und wenn ihr den schon überall abgeerntet habt, dann bekommt ihr ohne Probleme die Top-Version im Supermarkt. Und der jetzige Arbeitsschritt ist hier der längste, denn wir hacken den Basilikum richtig, richtig fein und klein. Fast so klein, als ob er gemixt worden wäre. Und warum mixen wir ihn dann nicht gleich? Weil mein Mixer ist schmutzig und mir ist es schon viel zu oft passiert, dass ich beim Mixen vom Basilikum nicht aufgepasst habe und dann ist er mir bitter geworden. Da gehe ich lieber eine Nummer sicher und mörser ihn oder so wie heute, ich schneide ihn händisch. Nach 3-4 Minuten sollte er dann so aussehen und das ist für ein Pesto, finde ich, absolut in Ordnung. Und weil ich euch geschmacklich immer wieder überraschen möchte, nehmen wir heute keine Cashewkerne, sondern Pistazien. Und die hacken wir ebenfalls as fine as possible. Natürlich könnt ihr die auch in den Mixer geben, dann geht es deutlich schneller. Aber nach ebenfalls 3 Minuten sind sie schön fein und ich finde 3 Minuten sind jetzt nicht so lang, oder? Und die zweite Variante Kartoffelsalat wird geschmacklich heute ein bisschen deftiger und deswegen nehmen wir heute statt Olivenöl 2-3 Esslöffel vegane Mayonnaise und einen Esslöffel weißen Balsamico, gerne auch alternativ Zitronensaft. Abgeschmeckt wird unser Pistazienpesto mit Salz und Pfeffer und natürlich Knoblauch. Dann wird alles miteinander vermischt, bis es ungefähr so aussieht. Letzter Protagonist, ne? Paprika, egal ob gelb, grün, rot, orange. Völlig egal, ich habe hier eine gelbe Spitzpaprika, weil ich mag diese angenehme Süße. Zur kräftigen Mayonnaise würde tatsächlich auch eine grüne hervorragend dazu passen, vor allem, weil wir sie später noch anrösten werden. Die Drillinge werden diesmal halbiert und das ist das Schöne an ihnen, egal ob halbiert, geviertelt oder in Scheiben, sie haben immer die perfekte Größe für den Kartoffelsalat. Die kommen dann einfach zu dem Paprika und werden mit einem Schuss Olivenöl und Salz gewürzt. Ich habe es ja schon leicht angedeutet, beides wandert dann auf dem Backblech, die Kartoffeln mit der flachen Seite nach unten und dann ab in den Backofen, bis beide Paprika und Kartoffeln schöne Röstaromen entwickeln. Das hängt natürlich stark von eurem Geschmack ab, ihr könnt das auch viel dunkler werden lassen. Das Pesto wird dann einfach mit untergehoben und deswegen mag ich festkochende Kartoffeln so unglaublich gerne im Kartoffelsalat, denn die werden nicht matschig und vermischen sich nicht mit der Soße und dann haben wir so ein breiähnliches Gemisch. Festkochend mein Favorite. Leckere Kartoffeln mit leckerer Soße, Rosmarin, dass es noch schön aussieht, Pistazien, weil sie lecker sind und noch ein bisschen Zitronensaft, weil es dem Ganzen noch ein bisschen Frische verleiht. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingskartoffelsalat. Okay, fast Lieblingskartoffelsalat. Der von meiner Oma ist schon noch ein Level drüber, aber ich glaube, das hat andere Gründe. Habt ihr auch einen Lieblingskartoffelsalat? Ab in die Kommentare. Das sich am leckersten anhörende Rezept wird hier nachgekocht. Meine Lieblingsvariante beginnt mit selbstgemachter Gemüsepaste und wenn es interessiert, hier oben ist der Link. Die schütten wir dann mit ca. 5 cl Wasser auf und das Ganze bildet dann die Basis. Wenn euch im Allgemeinen interessiert, wie man einfach und gesund Lebensmittel selbst herstellen kann, nächste Woche zum Beispiel gibt es eine Heusinsoße, dann würde mich ein Abo tierisch freuen. Gesund essen, besser leben, vielleicht habt ihr da auch Bock drauf. Und wenn ihr euch schon die ganze Zeit gefragt habt, wann kommt endlich eine Zwiebel zum Einsatz? Jetzt kommt sie zum Einsatz. Wir brauchen 2 kleine oder 1 große und die schneiden wir schön klein. Ab mit den Zwiebeln gleich zur Soßenbasis dazu, schön miteinander vermischen, damit ihr von Anfang an gleich tolle Geschmacksverbindungen kreieren könnt.
Kennt ihr mittlerweile auch schon, selbstgemachtes Tahini, allerdings röste ich den Sesam heute nicht an. Ich möchte eher so eine milde Sesampaste haben, deswegen kommen sie einfach so ab in den Mixer. Bisschen Salz dazu und Öl und so lange mixen, bis wir ein leckeres, selbstgemachtes Tahini haben. Und auch da kommt gleich ein ganzer Esslöffel mit in die Soße rein, wird schön mit untergemischt und ihr merkt schon, was so geschmacklich auf euch zukommt. Jetzt rein wir eine kleine Zucchini rein, gerne auch eine mittlere. Probiert vorher nur ein Stück, ob sie auch nicht zu sehr bitter schmeckt. Also so bitter, dass es wirklich unangenehm ist. Das könnte ein Zeichen von Cucurbitazin sein und dann legt sie lieber wieder auf die Seite, denn Cucurbitazin ist giftig, vor allem für Kinder. Der Zucchini folgt ein Apfel und wenn möglich ein saurer Apfel. Ein süßer Apfel passt jetzt meiner Meinung nach nicht so in diese Geschmackskomposition. Den befreie ich gleich vom Gehäuse und viertel ihn, denn ich finde, geviertelt lässt er sich am einfachsten vom Gehäuse befreien. Wenn ihr da eine andere Technik habt, gerne her damit, ab in die Kommentare. Der Apfel wird dann genauso wie die Zucchini einfach mit dazu gerieben. Und das Ganze relativ zügig, denn wir wollen auch keinen braunen Apfel oder braune Zucchini und deswegen pressen wir so schnell es geht den Saft von der Zitrone dazu. Abgeschmeckt wird dann mit Thymian und Rosmarin, wobei der erst später dazu kommt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gleich reinmachen, aber ich bevorzuge es ein bisschen später. Denn Rosmarin hat ähnlich wie Estragon die Fähigkeit, den kompletten Geschmack an sich zu reißen. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann hat man ganz schnell Rosmarinkartoffeln, auch wenn man vielleicht gerade keine Rosmarinkartoffeln haben möchte. Und bevor wir anrichten, einige von euch haben sich schon öfters gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie ich meine Sprossen ziehe. Man braucht die richtigen Samen. Ich verwende oft Alfalfa, Lupinen, Radieschen oder Mungbohnen. Und gebe sie in ein Glas, fülle sie mit Wasser auf und lasse sie dann über Nacht stehen. Am nächsten Tag werden sie dann nochmal kräftig durchgespült und über Kopf in den Ständer gestellt. Anschließend 2 bis 3 Mal am Tag nachgespült und wieder über Kopf in den Ständer gestellt. Nach 2 Tagen sollten sie dann ungefähr so aussehen. Kommt aber ganz auf die Zimmertemperatur an. Im Sommer geht es schneller, im Winter ein bisschen langsamer. Und wenn sie dann ungefähr so aussehen, nach ca. 3 bis 4 Tagen sind sie bereit. Wichtig, dass ihr das tägliche Durchspülen nicht vergesst. Das ist wirklich das A und O und anschließend im Kühlschrank lagert und natürlich schnell verzehrt. Zurück zum Kartoffelsalat. Für diese Variante schneide ich die Kartoffeln in Scheiben. Vermische sie ordentlich mit der Marinade und dann richten wir an. Ein leichter, frischer Kartoffelsalat mit Sprossen und Rosmarin. Gesund, lecker und einfach ideal für alles, ob einfach so, nebenbei oder als Beilage oder zwischendurch, der haut euch immer von den Socken. In diesem Sinne, Kartoffelsalat rockt natürlich. Bleibt gesund und haut rein.